Es gab zwar heute keinen Patch in Warships, aber es gab einen neuen Monatsauftrag. Und Alex war so freundlich, mich heute Morgen darauf hinzuweisen, weil ich noch nicht online war, hat es mir einfach im Discord geschrieben. Und zwar, wenn ihr in eurem Hafen auf Aufträge geht, einfach hier mal draufklicken, dann seht ihr hier momentan zwei. Das eine ist der wöchentliche Auftrag, für den haben wir bis zum 7.9. Zeit, also bis nächste Woche Donnerstag müsste das sein. Bis nächste Woche, 7.9. Ja, heute haben wir den ersten, meine ich. Und da kriegt ihr am Ende einfach 1 Million Credits. Und davor hier auch nochmal Credits und keine Ahnung, was hier noch alles gibt. Normalerweise irgendwie Flaggen und so ein paar Module vielleicht. Und das andere Spannende ist aber hier dieser Beherrsche die Welten-Auftrag. Abschlussdatum ist nämlich da der 1.10. Das heißt, wir haben einen ganzen Monat dafür Zeit, also den gesamten September über. Und da ist die Abschlussbelohnung, die Campbellton oder Campbelltown, je nachdem, wie man das auch mal aussprechen möchte. Und dazu ein Kapitän, der schon 12 Skillpunkte hat. Das ist insofern interessant, weil irgendwann im Laufe dieses Jahres ja noch, ich persönlich vermute ja im November, Anfang Dezember, wird die Royal Navy Cruiser Line rauskommen. Also die Briten kommen dann ja, sind ja schon angekündigt und werden jetzt langsam wahrscheinlich auch dann demnächst irgendwann auf dem, ich schätze, nächsten oder übernächsten Testserver einlaufen, dass man sich die da schon mal anschauen kann. Das heißt, man hätte schon mal quasi einen Premium-Captain, den man dann irgendwann einweisen kann auf eins seiner Schiffe, der schon mal vortrainiert ist mit 12 Punkten immerhin. Und 12 Punkte sind schon mal gar nicht so schlecht. Da kann man schon mal die ersten 4 Stufen kann man sich schon mal nehmen. Also die ersten 4 Skills sozusagen. Und zwischendurch gibt es nebenbei auch noch mal ganz gute Belohnungen, nämlich hier nochmal 1 Million Credits. Also wenn man hier den ersten Teil macht, und das sind 50.000 XP, sind jetzt nicht so mega viel zu verdienen, besonders wenn dieses Wochenende wahrscheinlich wieder doppeltes XP-Wochenende ist, was eigentlich ja jedes Wochenende ist, aber immer noch irgendwie special, angeblich von Wargaming. Kann man da einfach schön die Credits hier auch nochmal mitnehmen. Das heißt, man kann hier in der Woche einfach schon mal so 2 Millionen Credits plus das noch mitnehmen, plus irgendwelche Daily Missions. Also sagen wir mal, in der Woche gute 2,5 Millionen Credits einfach so absahen, dafür, dass man einfach nur das Spiel spielt. Und würde ich ihm empfehlen, das zu machen. Also hier ist der erste Auftrag, wie gesagt, diese 50.000 Erfahrungspunkte zu verdienen. Geht natürlich nur mit dem Schiff der Stufe 3 oder drüber. Der nächste Schritt ist dann eben, dass man 2 Millionen Trefferpunkte Schaden macht an anderen Schiffen. Und das Schöne ist auch, es ist egal, mit was für einem Schiff ihr das macht. Es muss einfach nur Stufe 3 oder höher sein. Also ihr könnt TD spielen, ihr könnt Cruiser spielen, ihr könnt Battleship spielen oder ihr könnt, wie ich das wahrscheinlich machen werde, mit eurem Carrier spielen. Und der letzte Schritt ist eigentlich auch ziemlich simpel. Gewinnen Sie ein Gefecht und seien Sie unter den besten 3 Ihres Teams bei der verdienten Erfahrung. Das heißt, ihr müsst einfach mal nur ein gutes Spiel haben. Das ist eigentlich so der einfachste Teil, sag ich mal, der am wenigsten zeitaufwendig sein wird. Weil 50.000 XP kostet Zeit und 2 Millionen Schaden wird wahrscheinlich am meisten Zeit kosten. Und dann müsst ihr aber entweder nur ein gutes Spiel haben oder ein Lucky Game, je nachdem. Würde ich wahrscheinlich mit einem DD machen. Cap XP. Hint, hint. Gibt aber am meisten Punkte. Und dann nehmt ihr einfach Caps ein, seid unter den besten 3 eures Teams, gewinnt das Spiel auch noch, weil ihr Caps holt. Und dann kriegt ihr ein kostenloses Tier 3 Premium-Schiff, was nicht sonderlich gut ist, aber wie gesagt, der eigentliche Schatz in dieser Mission ist eben der 12-Punkte-Captain, den ihr dann schon mal benutzen könnt, um euch auf die Royal Navy vorzubereiten. Jo, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und dass ihr das ein bisschen im Auge habt, hier ab und zu einen Progress zu checken, wenn ihr das Ding bekommt. Muss man diesmal auch nicht irgendeinen bestimmten Hafen für nehmen, sondern das Ding steht einfach in jedem Hafen, weil es eben kein Abschiff ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns heute Nachmittag um 17 Uhr zur nächsten Folge, zur nächsten regulären. Bis dann.